Ja, meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zu der Fragenrunde. Die drei Kandidaten bzw. Funktionäre sind dann hier oben. Wir haben zwei Mikrofone im Saal. Ich werde dann ein bisschen moderieren und die Frau Gepetri bzw. die zwei Herren werden dann auf ihre Fragen antworten. Bitte melden Sie sich und dann geht's los. Auch die Kritiker sind sehr herzlich gefragt, uns jetzt mit Argumenten zu stellen. Also einen von den beiden vorne, wenn du mal reingehst. So. Bist du hier? Bist du beschäftigt? Wir haben zwei Mikrofone im Saal. Robin, sind die unterwegs? Ja? Hallo. Dann gibt es da die erste Frage. Der Herr da im schwarzen Pulli. Stehen Sie bitte auf. Ja. Da kommt normalerweise ein Mikro zu Ihnen, aber ich bin schneller. Hallo. Bitte, bitte ganz kurz den Namen. Ob Sie AfD-Mitglied sind oder nicht und Ihre Frage. Ja, okay, ich höre mich relativ laut gerade. Ja, nee, also AfD-Mitglied bin ich definitiv nicht. Trotzdem erstmal vielen Dank an Sie alle, dass Sie es möglich machen, überhaupt hier Fragen zuzulassen. Das tut ja auch nicht jeder. Trotzdem, um es relativ kurz zu machen, ich werde Ihre Partei so schnell nicht wählen. Und das sage ich jetzt, Entschuldigung, ich hoffe, es ist okay für Sie, wenn es hier auch ein bisschen politische Konkurrenz im Raum gibt. Es ist, war ja von Anfang an eigentlich auch relativ klar, denke ich. Ich habe mir Ihr Parteiprogramm tatsächlich auch mal wirklich durchgelesen. Also es ist auch eine Sache, die ich jedem anderen hier... Mein Herr, Verzeihung, könnten Sie zwei Dinge tun? Erstens das Mikrofon ganz nah rannehmen, Zweitens die Frage stellen. Wir verstehen nur einen Bruchteil dessen, was Sie sagen und Ihre Frage würden wir sehr gern hören. Okay, tut mir leid, ich bin da jetzt noch nicht so geübt, was das angeht. Also ganz kurz die Frage. Ich habe mir relativ lang überlegt, was für eine Frage man stellen könnte. Ich bin zum Schluss gekommen, ich würde gerne etwas zu dem menschengemachten Klimawandel fragen. Es ist mir durchaus bewusst, dass es nicht das allerzentralste Thema, das uns hier bewegt, aber es ist insofern sehr schön, als dass es um die Interpretation von klaren naturwissenschaftlichen Fakten geht. Deshalb ganz kurz, Jonathan Ernst, okay. Jedenfalls Frage an Sie, Frau Petri. Ich würde einfach nur gern wissen, Sie haben ja, soweit ich weiß, den menschengemachten Klimawandel als Tatsache abgelehnt. Und das ist erstmal voll okay. Aber ich würde nur gern wissen, was an dieser Tatsache, die Menschheit produziert CO2, CO2 ist ein Treibhausgas, Treibhausgase erhitzen die Erde und da eigentlich so dermaßen falsch ist. Bitte bewahren Sie Ruhe. Aber trotzdem wäre es nett, was, denn wir brauchen jetzt keinen Vortrag, Sie brauchen Ihre Frage, weil noch mehr Leute eine Frage stellen wollen. Ja, okay. Also könnten Sie bitte kurz begründen, warum Sie glauben, dass der menschengemachte Klimawandel nicht existiert? Jawohl, das können wir. Und wir sagen Ihnen das an einem ganz einfachen Beispiel. Sie wissen, dass etwa 6000 Jahre vor das passiert ist, was Sie alle aus dem Film Ice Age kennen. Sie kennen sich vor, ne? 300 hohe Eisberge von Norwegen bis an den Müritzsee. Und dann ist in wenigen Jahren dieser ganze Eisberg geschmolzen. Und es gab damals so wenige Menschen, dass niemand bestreitet, dass es ausgeschlossen ist, dass durch deren paar Feuerchen der Klimawandel entstanden wäre, der das Eis zum Schmelzen gebracht hätte. Ich sage Ihnen etwas physikalischer. Wir haben derzeit von dem Spurengas CO2 zwei Moleküle pro Kubikmeter Luft. In den letzten 120 Jahren hat sich die Konzentration etwas erhöht. Sie wissen ja sicher genau, um wie viel. Wir haben jetzt pro Kubikmeter 3 Moleküle CO2. Und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass justament dieses dritte Molekül, das zugegeben eine Erhöhung von fast 50% ist, denn 3 ist etwa 50% mehr als 2, ungefähr. Und das bedeutet, dass alles dafür spricht und unsere Gelehrten, die wir haben viele davon, das sind alles Physiker, alles Ingenieure, die schreiben dicke Bücher, die lesen auch die Bücher,
zu dem Ergebnis kommen, es gibt keinen empirischen Beweis, dass es ein Ursache-Wirkungsverhältnis zwischen diesem dritten Molekül und der Erderwärmung gibt. So, vielen Dank, Herr Glaser. Da hinten ist eine Frage. Der Herr, der hat schon ein Mikro. Wir haben dafür gesorgt. Ja, meine Damen und Herren, ich habe keine Frage. Ich habe eine kurze Information, eine erfreuliche Information. Kurz bevor ich nach Grünberg gefahren bin, habe ich Nachrichten gesehen im ersten Programm. Und da kam der ARD Deutschland drin. Das ist eine Umfrage, die das erste Programm von Zeit zu Zeit macht. In Berlin hatte die AfD nur 14%. Die ARD hatte 11,8% vorausgesicht. Heute, in der neuesten Umfrage von heute, hat die CDU minus 1%, die SPD minus 1%, die Linken minus 1% und die AfD plus 2% auf 16%. Und wenn das so weitergeht, dann haben wir bei der Bundestagswahl die AfD bei mehr als 20%. Und ich bin glücklich. Also, wir haben auch glückliche Zuschauer unter uns. Die nächste Frage, bitte. Aber die Frage. Ich habe wirklich eine Frage. Stefan Pawlicek, kein AfD-Mitglied. Ich bin Jäger und Sportschütze, also Legalwaffenbesitzer. Hier. Ich bin Jäger und Sportschütze, also Legalwaffenbesitzer. Und zurzeit gibt es quasi jedes Quartal wieder neue Schreckensmeldungen, entweder aus Berlin und wenn die keine haben, dann aus Brüssel. Wie will die AfD die Legalwaffenbesitzer in Deutschland vor weitergehenden Beschneidungen ihrer Rechte schützen? Ja, Sie können jetzt meinen Schlüsselanhänger nicht sehen. Der handelt exakt von dieser Problematik, dem EU-Gun-Ban, gegen den sich die AfD im Übrigen sehr klar ausgesprochen hat. Sie werden das, wenn Sie Legalwaffenbesitzer sind, vermutlich mitbekommen haben, dass es keine Partei in Deutschland gibt, die sich derart klar gegen eine weitere Verschärfung ausgesprochen hat. Ich ganz persönlich habe mich darüber hinaus sogar explizit für eine maßvolle Liberalisierung des Waffenrechts ausgesprochen, weil ich glaube, dass wir bereits überreguliert an dieser Stelle sind. Und ich will auch kurz darlegen, warum ich das glaube. Wir haben in Deutschland ungefähr doppelt so viele illegale Waffen wie legale Waffen. Wenn wir dann in die Polizeistatistiken gucken und wie viele Straftaten mit Legalwaffen passieren und wie viele Straftaten mit illegalen Waffen passieren, dann erfahren wir das Erwartete. Es gibt nahezu keine legalen Waffen, die für Straftaten verwendet werden. Und das leuchtet auch unmittelbar ein. Zum Ersten, illegale Waffen sind billiger als legale Waffen. Also warum sollte man den teuren Weg für ein Verbrechen wählen? Zweitens, legale Waffen sind eben registriert, damit viel leichter am Ende auch zu klären, wer der Täter ist. Insofern müsste man auch noch dumm sein, um eine legale Waffe zu benutzen. Und der Glaube, man könne etwas verbieten und dann würden sich, wie wir ja jetzt erfahren, sogar Terroristen daran halten, das ist mutig. Ich sage explizit dazu, ich mag Mut, aber ich halte ihn an der Stelle für Übermut. Also zu glauben, dass nur weil etwas verboten ist, das Verbrecher davon abhält, es zu tun, ist schlicht idiotisch. Und was wir tun, ist derzeit, Menschen, die nachgewiesenermaßen die Eignung besitzen, eine Waffe zu führen, denn die werden darauf überprüft, und das deutsche Waffenrecht ist bereits sehr scharf, denen jetzt weitere Auflagen zu machen, das verbessert an der Sicherheit in Deutschland absolut gar nichts. Ich wage sogar zu behaupten, hallo.
Ich wage sogar zu behaupten, es verschlechtert die Sicherheit. Und es gibt entsprechende Untersuchungen über vergleichbare Fälle, wo man starke Regulierung des Waffengesetzes gemacht hat, was dann dazu geführt hat, dass Gewalttaten mit Waffen sprunghaft sogar angestiegen sind, weil die Täter, die sich an diese Gesetze nicht halten, wussten, dass diejenigen, die sich in Zukunft an diese Gesetze halten, entsprechend wehrlos sind. Und deshalb sind wir gegen eine weitere Regulierung, weil wir eben nicht glauben, dass Terroristen sich dadurch abschrecken lassen, dass Kalaschnikows in Deutschland verboten sind. Und sie lassen sich genauso wenig im Übrigen auch dadurch abschrecken, dass man ihnen sagt, ihr dürft jetzt kein böses Bargeld mehr verwenden. Die tun es nämlich als letztes am Ende trotzdem. Glauben Sie mir, ein Terrorist hält sich an keine Bargeldobergrenze. So, vielen Dank. Die nächste Frage. Hier oben muss eigentlich. Ja, ja. Achso. Entschuldigung. Achso. Mein Name ist Ceylan. Ja, ich hoffe, Sie hören mich. Ich möchte zum Thema Sexismus was sagen. Eigentlich habe ich drei Themen hier notiert, aber ich glaube, das wird zu viel. Zum Thema Sexismus. Also ich fühle mich als Frau von Ihrer Partei nicht wahrgenommen. Als Frau, die sich gegen Alltagssexismen einsetzt. Und damit natürlich auch gegen sexistische Werbung. Die meines Erachtens immer frauenverachtender wird. Und ich wollte Sie fragen, Frau Petri, ja, wie gehen Sie damit um, dass die Herren in Ihrer Partei, wie ich soeben gehört habe, so verharmlosend mit diesem Thema umgehen? Dankeschön. Also, ich kann Ihnen sagen, Frauke kann mit meinem Alltagssexismus wundervoll umgehen. Also ich wollte jetzt weitergehen, Albrecht sagt gerade keine Details. Also sie kommt damit gut klar. Ja, vielen Dank. Also da kann ich auch vielleicht sagen, ich bin auch mit einer AfD-Frau verheiratet und ich stehe vorm Herd. Das ist das Schlimme an der AfD. Es sind nicht nur die Männer sexistisch, die Frauen sind es auch bei uns. Glauben Sie mir. Und jetzt erinnern wir uns an eins und das ist gut so. So, die nächste Frage. Ich habe schon das Mikrofon hier bekommen. Ja. Hier drüben. Hier, hallo. Ja, ja, ja. Also ich wurde endlich mal drangenommen. Das finde ich auch gut. Also mein Name ist Tim Göttinger. Ich bin kein AfD-Mitglied, aber einer anderen konservativen christlichen Partei. Ja, aber das tut jetzt nicht zur Sache. Ich hätte eine konkrete Frage und dann hätte ich noch gerne eine nicht politische Frage. Zum einen, wird es ein Parteiprogramm geben, noch vor der Bundestagswahl? Ein Parteiprogramm? Und zum einen, diese Veranstaltung wurde ja als öffentliche Veranstaltung, hören Sie mich? Oder? Ja. Als öffentliche Veranstaltung angemeldet und trotzdem wurden einige Freunde von uns abgewiesen, weil sie keine AfD-Mitglieder waren und ich wurde dann aber reingelassen, auch wenn ich kein AfD-Mitglied bin. Und ich bin zweimal angestellt. Also. Ja, gut, wir teilen das mal auf, weil ich glaube, die Frage über den Einlass sollte Herr Petty beantworten und die andere ist ganz kurz zu beantworten. Ja. Erstens, wir haben ein Partei, nämlich ein Grundsatzprogramm und zwar wesentlich kürzer, wenn man auf den Verlauf unserer Geschichte als Partei schaut, als manche andere Partei, die dafür Jahrzehnte gebraucht hat. Und selbstverständlich wird es ein Wahlprogramm und das meinen Sie möglicherweise vor der Bundestagswahl geben. Also nach ihm, oder? Also nach ihm. Zu Thema Hausrecht. Ich habe Hausrecht. Ich habe entschieden, wer reinkommt und wer nicht. Ich bin vom Beruf Polizeibeamter. Die nächste Frage, bitte. Ja, hallo. Ich heiße Roman
Und ich bin noch nicht AfD-Mitglied, habe aber vor, es zu werden. Ich hab eine kurze Frage und anschließend noch ein kurzes persönliches Statement, wenn ich das sagen darf. Also zur Frage. Sie haben ja gesagt, es wird wahrscheinlich, also es ist nicht so schlimm, wenn die AfD nächstes Jahr noch nicht 51% bekommt. aber ich kann mir gut vorstellen, wie der Mann auf diese Idee kam. Und zwar werden ja wahrscheinlich in 5 Jahren nicht wenige der Migranten, die jetzt hier sind, bereits die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Und dann ist es relativ schwierig, solche Menschen noch abzuschieben. Und ich frage mich, wie die AfD das dann eventuell regeln will. Gut, wollen Sie Ihr Statement erst noch machen und dann beantworten Das Sie würde ich Fragen. Danach vielleicht. Okay, können wir auch machen. Also, erst einmal müssen Sie Folgendes sehen. Was ist seit dem Auftauchen der AfD in der politischen Landschaft Deutschlands passiert? Wir haben diverse Debatten angestoßen und überlegen Sie, ob eine Berliner Erklärung der CDU-Innenminister, die ich vorhin gerade genannt habe, vor 2, 3 Jahren überhaupt denkbar gewesen wäre. Wäre in Deutschland eine Diskussion über die Kompatibilität des Islams mit dem Grundgesetz denkbar gewesen? Wäre die Frage des Burka-Verbots tatsächlich auch in der Öffentlichkeit so diskutiert worden, wie das trotz aller Medien, die, sagen wir mal, in meisten Fällen nicht AfD-freundlich sind, hätte es die gegeben? Und ich denke, nein. Das heißt, wir haben auf dem politischen Meinungskorridor dafür gesorgt, dass die Verengung beendet wird und dass wir eine sehr viel breitere, auch eine sehr viel emotionalere Debatte erhalten haben. Und wenn die AfD auch heute noch nicht stark genug ist, um aus eigener Kraft eigene Mehrheiten und damit schnelle Kurskorrekturen vorzunehmen, so tut sie etwas, was man im Bild des fahrenden Schiffes als das beschreiben kann, was den Tanker Deutschland möglicherweise dafür schützt, zu schnell auf den Eisberg auszulaufen. Das heißt, Bremsen an der Stelle, dass die Verhinderung von schnellen weiteren Entscheidungen in die falsche Richtung ist auch bereits eine Art Kurskorrektur. Und das ist, was die AfD derzeit tut, indem sie den politischen Druck in der Öffentlichkeit und in allen Parlamenten aufbaut und aufrecht erhält. Und deswegen bei allem Verständnis für die Ungeduld und auch bei der ganz konkreten Frage, die Sie gestellt haben, kann ich mir kaum vorstellen, dass die CDU es noch wagt, eine Beschleunigung der Einbürgerung von illegalen Migranten vorzunehmen, auch wenn die SPD und die anderen linken Parteien das gerne hätten. Ich glaube, so tollkühn ist Frau Merkel dann doch nicht. Und sollte sie es wagen, ich glaube, dann hat sie tatsächlich sie derart verkalkuliert. Ich glaube, dass dann wirklich in Deutschland eine sehr viel drastische Reaktion noch möglich ist, als wir sie bisher gesehen haben. Ja, ich hoffe es. Ja. Ja. Vielen Dank, Frau Petri. Und wir müssten noch eins klären. Ich weiß, wie Ihr Terminplan aussieht. Sie müssten irgendwann entscheiden, wie viele Fragen wir noch zulassen sollen. Das stelle ich Ihnen zur Verfügung. Sie geben mir einfach mal ein Zeichen. Ganz wir haben kurz vor 10, also ich meine, wenn ich daran denke, dass einige Leute jetzt 18 Uhr hier sind, glaube ich, ist 22 Uhr ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören, oder? Ich glaube, die Leute wollen nicht teilen, Frau Petri. Ja, darf ich noch mal ein kurzes Statement oder mein persönliches Anliegen? Also tut mir leid, dass ich das dafür ausnutze, aber Sie haben in Ihrem Social Media Account, suchen Sie einen Social Account Verwalter. Und ich habe neben meinem Studium vor 6 Jahren ein Internetmarketing. Das machen wir bilateral, okay? Bitte? Das machen wir bilateral, okay? Und sparen die Zeit für Fragen. Hab verstanden, was Sie wollte. Wenden Sie sich an den Systemadministrator, okay? Ja, habe ich bereits getan. Dann hat er Ihre Bewerbung schon gelesen. Und jetzt die nächste Frage, bitte. Erstmal bekommen Sie einen Mitgliedsantrag von mir, dann reden wir weiter. Frau Petri, ich bin AfD-Mitglied und ich habe eine Frage. Sind Sie bereit, in absehbarer Zeit unsere neue Bundeskanzlerin zu werden? Ja, also mein Name ist Julian. Also ich kann Ihnen sagen, dass Albrecht Glaser bereit ist, Bundespräsident zu werden. Das ist schon geklärt.
Passen Sie auf, das ist aktuell nicht, ich finde das ganz, ganz entzückend von Ihnen, aber das ist aktuell nicht die Frage und ich glaube, was wir schaffen müssen, ist als allererstes in dieses Parlament in Berlin einzuziehen und ich konzentriere mich als Wissenschaftler gern auf die erreichbaren Ziele und da haben wir noch eine ganze Menge zu tun. So, die nächste Frage. Ja, mein Name ist Mauer. Ich gehöre keiner Partei an. Frage folgende: Wie steht denn die AfD zu den deutschen Streitkräften bzw. zu dem, was man auch deutsche Streitkräfte nennen kann? Ja, als sexistische Partei kann eine Frau darauf nicht antworten. Das ist völlig klar. Also, ich versuch das mal. Wir sind der Überzeugung, dass es ein Irrweg war, von der Wehrpflicht abzurücken. Und ich will Ihnen noch kurz erläutern, warum. Und das hat mehrere Hintergründe. Ich will ehrlich sein, ich habe auch die Bundeswehr mehr oder weniger genossen und ich habe vieles davon für nicht sehr zielführend gehalten. Aber wenn wir uns ansehen, was aus der Bundeswehr inzwischen geworden ist, dann müssen wir feststellen, dass diese Armee an mehreren Dingen krankt. Erstens, ihr fehlt die Verankerung in die Bevölkerung. Es ist relativ leicht, diese Armee irgendwo hinzuschicken, ihr irgendeinen Auftrag zu geben und letztlich ihre Soldaten auch dort sterben zu lassen. Und Sie kennen vielleicht alle die aktuellen Zahlen. Wenn Sie sich mit Bundeswehrangehörigen, die in den entsprechenden Einsatzgebieten waren, mal unterhalten, dann können Sie erfahren, dass diese offiziellen Zahlen schlicht nicht der Wahrheit entsprechen. Es gibt ganz andere Opferzahlen unter den deutschen Soldaten als diejenigen, die wir offiziell in Deutschland erfahren. Von den allermeisten Bundeswehrtoten erfahren wir nämlich in der Öffentlichkeit nichts. Das wäre mit einer Wehrpflicht so überhaupt nicht denkbar. Und zwar nicht nur, dass wir von den Toten nicht erfahren, sondern ich sage, wir würden sie gar nicht erst in den Einsatz schicken. Und das wäre auch gut so. Und zum Zweiten hat die Wehrpflichtarmee einen ganz gravierenden Qualitätsvorteil. Weil nämlich junge Menschen, die in die Bundeswehr damals gegangen sind, sich dann überlegen konnten, Zeit- oder Berufssoldat zu werden. Heute ist die Rekrutierung für die Bundeswehr überaus schwierig geworden. Und die Rekrutierung von qualitativ hochwertigen Soldaten ist extrem schwierig geworden, weil die Bundeswehr schlicht außer einer Reihe von Auslandseinsätzen nicht allzu viel anzubieten hat mehr. Und genau das ist das Problem. Wenn man eine Armee hat, dann sollte sie qualitativ hochwertig sein und auch das ein Vorteil der Wehrpflichtarmee. Die Bevölkerung wäre sich darüber im Klaren, dass diese Armee, die man am Ende auch damit belastet, dass ihre Angehörigen eben im Dienst tatsächlich fallen können, die muss optimal für den Einsatz ausgerüstet sein. Und verzeihen Sie mir das deutliche Wort, das interessiert heute in Deutschland keine Sau, wie man die Soldaten in Deutschland ausrüstet. Wir verheizen im Ausland, in Afghanistan und sonst wo schlicht junge Menschen, die wir nicht mit den notwendigen Ausrüstungsgegenständen und damit, es geht am Ende um Geld, versehen. Und deshalb glaube ich, dass es ein Irrweg war, diesen Weg letztlich in eine sogenannte Berufsarmee zu gehen. Ich glaube, wir haben in den Jahrzehnten davor sehr, 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 sehr gute Erfahrungen mit einer Wehrpflichtarmee gemacht. Und vielleicht wäre das ein Weg zurück, den wir gehen sollten. Inzwischen fangen ja auch schon einige Herren und Damen in der CDU wieder an, darüber nachzudenken. Vielleicht auch ein Effekt dessen, dass es die AfD gibt. Vielen Dank. Wir werden jetzt noch zwei Fragen zulassen. Es tut mir sehr leid, ich kann Ihnen aber eins versprechen, die Frauke Petri, der Markus Brezel und Albrecht Glaser, die kommen wieder, mit Sicherheit.
Mein Name ist Julian Zahn und ich bin kein AfD-Mitglied. Und meine Frage wäre, wie die AfD zum Thema Fracking steht. Fracking. Ja, sehen Sie, da die AfD keine ideologischen Positionen vertritt, steht sie auch diesem Thema interessanterweise differenziert gegenüber. Also, wir lehnen das Fracking an einigen Stellen in Deutschland grundlegend ab, weil durchaus die Bevölkerungsdichte in Deutschland dazu an vielen Stellen überhaupt nicht geeignet ist. Auf der anderen Seite gibt es physikalische Methoden, nicht das Fracking, von dem Sie wahrscheinlich reden, die schon über lange, lange Jahre in verschiedenen Stellen in Deutschland praktiziert werden. Und zwar nicht, indem man einen durchaus umweltbedenklichen, und das sage ich als Chemiker, Cocktail eindrückt in die Erdschichten, um damit das Gas freizusetzen. Wir sind also grundsätzlich allen möglichen Formen der Energieerzeugung durchaus sehr aufgeschlossen gegenüber, stellen aber auch fest, dass eine Art und Weise, wie man das in den Vereinigten Staaten von Amerika vielleicht tun kann, aufgrund einer sehr geringen Bevölkerungsdichte, für Deutschland nicht automatisch gleich gut und gleich richtig sein muss. Wir werden uns aber nicht einreihen in die Reihen derjenigen, die per se auf Signalwörter wie Fracking sofort gereizt reagieren. Und deswegen werden Sie, je nachdem, wo Sie in der AfD sind, ob in Nordrhein-Westfalen oder in Hamburg oder in Hessen, auch auf Kreis- und Länderebene unterschiedliche Ansichten dazu finden und einen sehr regen Meinungsaustausch darüber. Und das gilt im Übrigen für alle anderen Energieerzeugungsarten ganz genauso. Der Grundsatz muss lauten, Forschung muss politisch neutral sein. Wir lehnen es ab, Forschung in jedwede Energieerzeugung aus ideologischen Gründen vorher zu verbieten. Das wäre so, als wenn man das Denken verbietet. Vielen Dank. Und dann die letzte Frage für heute Abend. Ja, guten Tag. Hallo? Hallo. Ja, hallo. Mein Name ist Michael Hoffmann. Ich habe zwei Fragen. Einmal, warum ist die AfD für das Bankgeheimnis? Und das Zweite, könnten Sie sich vorstellen, in der Koalition mit der CDU zusammenzugehen, ohne Merkel und Konsorten? Also, bei dem Bankgeheimnis, das kennt man ja aus der Diskussion, aus der öffentlichen Debatte. Wer nichts zu verheimlichen hat, der kann doch, ja. Warum haben Sie heute Abend Ihren Kontoauszug nicht mitgebracht? Ich bin der Meinung, Kameras haben im Schlafzimmer nichts zu suchen, sofern sie von staatlicher Seite kommen. Und das gilt auch für alle anderen Dinge, die der Überwachung dienen. Es kann sehr gute Gründe geben, auch ohne dass man etwas zu verbergen hat, dass man nicht alles transparent gestaltet. Die Frage muss eigentlich andersrum gestellt werden. Warum muss eigentlich der Staat Zugriff auf private Konten bekommen? Die AfD versteht sich als Bürgerrechtspartei. Das heißt, wir sind der festen Überzeugung, dass der einzelne Bürger vor jeglichem Eingriff des Staates geschützt werden muss. Es sei denn, dass es gute Gründe gibt, diesen Schutz in einzelnen Punkten zu durchbrechen. Und beim Thema Konten gibt es eben keine besonders guten Gründe. Vielleicht erinnern Sie sich noch, als über dem Atlantik zwei Flugzeuge in zwei Hochhäuser flogen, da hieß es auf einmal, Sie bekommen gläserne Konten, Fluggastdatenaustausch mit den USA, die NSA wurde ins Land geholt und machte Sachen, die selbst die deutsche Bundesregierung nicht mehr kontrollieren konnte. Vorratsdatenspeicherung wurde eingeführt, etc., etc., etc. Sie wissen vielleicht selbst, wie viele Terroranschläge seitdem in Deutschland dadurch verhindert worden sind, beziehungsweise dass das eben nicht allzu viel gebracht hat. Und jetzt im vergangenen Jahr macht die Bundeskanzlerin die Schleusentore auf, lässt weit über 1 Million sogenannte Flüchtlinge nach Deutschland rein und man sagt ihnen, kein Problem beim Thema Sicherheit. Aber die zwei Flugzeuge da drüben,
Die haben zu dem geführt, was ich eben gerade alles aufgezählt habe, unter anderem den gläsernen Konten, die allerdings vor allem Sie und weniger die Terroristen betreffen. Und deshalb sind wir gegen solche Maßnahmen, ganz grundsätzlich. Okay. Und ja, wenn man, was bleibt eigentlich nach der CDU, wenn man Merkel und Konsorten noch wegjagt? Nennen Sie mir mal einen Namen, was da noch bleibt. Mit dem. Mit Herrn Schäuble. Also das Ablaufdatum ist, glaube ich, auch rüber dann. Also. Entschuldigen Sie. Also Schäuble halte ich wirklich für kein Zukunftsmodell. Nicht mal als Koalitionspartner für die AfD. Das ist im Übrigen einer derjenigen, der ganz maßgeblich zu verantworten hat, was auf europäischer Ebene passiert ist. Das ist einer der EU-Fanatiker überhaupt. So, meine Damen. Entschuldigung, und wissen Sie, was das Schlimmste ist? Der Mann, muss das noch mal sagen, der Mann würde sich nie an Bargeldobergrenzen halten mit seinen schwarzen Koffern. Ja? So, Herr Pretzell, noch eine Zugabe oder sind wir durch? So, meine Damen und Herren, verehrte Gäste, vielen Dank, dass Sie da waren. Das waren unsere drei Spitzenleute aus der AfD, die uns heute besucht haben. Wir freuen uns sehr, und damit die Frauke Petri weiß auch, wie sehr willkommen sie da ist. Die Blumen wachsen mittlerweile in AfD-Farbe, meine Damen und Herren, hier im Gießener Bereich. Und da die Tage immer so lang sind und die Nächte immer so kurz, weil Sie viel unterwegs sind, haben wir Ihnen so ein paar regionale Sachen vorbereitet, die Sie zum Frühstück dann, wenn Sie nicht zu sexistisch sind, vielleicht auch mit dem Herrn Pretzell teilen. Ja. So, den Herrn Glaser haben Sie auch erlebt. Können Sie sich vorstellen, dass er Schwächen hat? Doch, der hat eine. Und das ist mallorquinischer Rotwein. Herr Glaser, vielen Dank, dass Sie hier waren. Und lieber Herr Pretzell, vielen Dank, dass Sie auch den Weg zu uns gefunden haben. Falls Sie kein Frühstück bekommen, dann versuchen Sie es andersweitig. Meine Damen und Herren, vielen Dank. Unsere Frauke Petri. So, und das ist die letzte Durchsage. Wer noch ein Foto machen möchte, haben wir für alles Regeln. Heute haben wir für alles Regeln. Wir halten uns auch dran. Dann bitte hier aufstellen. Hier machen wir die Fotos.